können es uns nicht erlauben, dass korinthische Wut uns in einen Krieg führt. Wenn wir unseren Frieden mit den Athenern verwerfen, öffnen wir uns für Bedrohungen aus der Ägäis und unser Volk wird leiden. Wollen die Korinther Krieg, so sollen sie ihn alleine suchen. Ihr wollt ganz Griechenland unter dem Joch Athenais sehen, sich vor ihnen buckelnd wie gescholtene Sklaven? Wir vergossen Blut bei Potidaia. Doch jetzt benötigen wir Verbündete. Die Macht Spartas wird ihre Vorhaben stoppen. Eure Schmeicheleien sind Zeitverschwendung. Ihr versteht nicht, was ihr verlangt. Alle Augen sind auf Sparta gerichtet. Und das ist es, was ihr die Menschen sehen lassen wollt? Von Geburt an werden Spartaner zu einer Sache ausgebildet. Der Kriegführer. Ihr seid wie Pandora, die ein Gefäß hält, von dem sie nichts versteht. Sie wagen es nicht, als euch ebenbürtig zu erachten. Keiner kommt euch gleich. Es ist eines jeden Spartaners Pflicht, den Inbegriff des Krieges zu verkörpern. Schlagt zu, ich flehe euch an. Ihr würdet Griechenland ins Chaos stürzen. Und aus dem Chaos werden wir uns erheben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris und Chairete zum ersten Teil von Let's Play Rome 2 Total War, der Zorn Spartas. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir gucken heute in die Early Access Version dieses neuen DLCs hinein. Early Access heißt, Creative Assembly war so nett und hat mir einen Zugang zu diesem Spiel bereitgestellt, damit ich heute am Tag des Releases direkt ein Video raushauen kann, um euch das sofort zu zeigen. Denn wir gehen mal einfach davon aus, nicht jeder hat die schnellste Internetleitung, und falls ihr schon große Vorfreude auf das Spiel habt, könnt ihr euch dieses Video eben angucken, während euer DLC im Hintergrund langsam runtergeladen wird. Es gibt eine komplett neue Kampagne und in die schauen wir zuerst mal rein. Das Intro habt ihr eben schon gesehen. Der Zorn Spartas heißt die Kampagne an sich. Und wir werden, natürlich wäre es anders gedacht, mit Sparta spielen. Ihr seht hier, dass die Herausforderungsstufen noch eingegraut sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nochmal modifiziert wird und in der vollständigen Release-Version dann anders gewichtet wird, und deswegen hier nochmal auch der ausdrückliche Hinweis: Es ist noch nicht released, es ist noch nicht vollständig abgeschlossen, es ist zwar keine Beta mehr, okay, klar soweit, aber es unterliegt trotzdem nach wie vor noch möglichen Modifikationen, daher der Hinweis, Early Access, alles klar. Ich lese ganz kurz den Text vor für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, hier noch der kurze Hinweis. Ich bin der Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, betreibe seit beinahe drei Jahren, oh mein Gott, Hilfe, ist es schon lange her, einen Strategiekanal. Ich spiele Strategiespiele bevorzugterweise. Momentan die Total War Serie, aber natürlich auch andere Serien, wie jetzt beispielsweise diverse Paradox-Titel. Und heute präsentiere ich euch ganz exklusiv dieses neue Material zu Der Zorn Spartas. Es gehört zu meinen Spezialitäten, dass ich immer ein bisschen was zu den Fraktionen sage, die ich eigentlich spiele, und hier bietet sich das natürlich jetzt auch nochmal besonders an, weil wir eben Sparta spielen, den Sieger des ersten Peloponnesischen Krieges. Das heißt, wir müssen hier einen Ruf verteidigen. Ja, wir starten im Jahr 432 vor Christus, da bahnte sich der Peloponnesische Krieg gerade an, und da werden wir ganz, ganz viel drüber reden. Ich werde erstmal jetzt den Text hier vorlesen und dann starten wir direkt mal ohne viel drumherum Geschwätz in die Kampagne rein. Als vollständig militarisierte Kultur sind die Spartaner eine ernstzunehmende Streitkraft. Doch obwohl Sparta im jüngsten Perserkrieg die griechischen Streitkräfte kommandierte und trotz seines noblen Opfers bei den Thermopylen, hat sich das Ansehen von Athenai nach seinen eigenen Siegen gesteigert und ein Krieg mit Persien steht nun hoch auf der Agenda. Sparta mag sich noch nicht gänzlich von der Begegnung mit den Persern erholt haben, doch mit Verbündeten wie Korinth wäre ein Sieg über Athenai und den attischen Seebund möglich. Hierzu müssen Sparta und der Peloponnesische Bund einen entscheidenden Sieg über Athenai zu See erzielen und die Treue der Staaten des attischen Seebundes brechen. Dies ist jedoch leichter gesagt als getan. Spartanische Streitkräfte mögen zwar zu Land überlegen sein, jedoch ist Athenais Flotte mächtig und bisher ungeschlagen, und für Spartaner, die ultimativen Krieger, sind Intrige und Spionage verwerflich. Das kommt dann auch in unseren Fraktionsmodifikationen zum Ausdruck. Wir bekommen +1 für Erfahrung, also auf Erfahrung für alle spartanischen Einheiten, und zwar in allen Provinzen.
Wir haben den Nachteil mangelnde Raffinesse, das heißt, weil wir es als unkriegerisch und unehrenhaft ansehen, mit hinterlistigen Methoden Politik zu betreiben und einem Krieg damit aus dem Weg gehen könnten, bekommen wir einen Nachteil von -1 auf alle Agentenattribute. Und zwar bei allen Charakteren. Auf der anderen Seite bekommen wir einen 100%igen Wohlstand durch Sklaven, und zwar in allen Provinzen. Und ich denke, das könnte doch mal die Chance sein, ein bisschen mit Sklaverei in diesem Spiel zu zocken. Muss mal gucken, wie ich das genau mache. Wir starten jetzt auf jeden Fall durch. Normalerweise kommt jetzt bei euch das Intro, das habe ich jetzt vorne dran gestellt. Wir starten also jetzt direkt in die Kampagne rein. Und ich bedanke mich nochmal ganz ausdrücklich bei Creative Assembly dafür, dass sie mir diese Early Access Version zur Verfügung gestellt haben. Starten wir durch. 40 Jahre sind seit unseren großen Siegen gegen Persien vergangen. Dies sollte unser goldenes Zeitalter einläuten. Doch der Hellenenbund, welcher den Invasoren Paroli bieten sollte, war nicht von Dauer. Sparta und andere Stadtstaaten trauten den Ambitionen Athenais nicht. Und das Misstrauen war begründet. Der Athenai-Bund entwickelte sich unter ihrer Kontrolle zum Imperium. Jetzt ist es kein Bund unabhängiger Städte mehr, sondern eine Reihe von Basen für ihre mächtige. Angesichts der athenischen Hegemonie reformierte Sparta den Peloponnesischen Bund mit Korinth und dem kleineren böotischen Städtebund. Da sich diese beiden Mächte gegenüberstehen, droht ein Krieg. Wir dürfen auch Persien nicht vergessen. Persien ist nach wie vor stark und beobachtet die Entwicklungen in Griechenland genau, damit keine Seite zu mächtig wird. Sparta hat jeden Grund, den Athenern zu misstrauen. Kaum 10 Jahre zuvor kämpfte Athenai einen Krieg gegen seinen Der Hochmut der Athener ist für Sparta unerträglich geworden. Doch die größte Stärke Athenais ist zugleich auch seine größte Schwäche. Der hölzerne Wall, jene Flotte, die Athenai die Herrschaft über die Meere sicherte, ist kein Gegner für die Elite. Spartas Ziel ist es, Athenai an Land zu zerschlagen, damit seine Flotte nicht zu groß wird. Da die Minen von Navrio viel zum Einkommen der Stadt und somit zum Schiffbau beitragen, wäre ein Verlust dem. Nach der Eroberung Lavrios wird Athen das nächste Ziel sein. Wer Athen kontrolliert, herrscht über alle Griechen. Ja, wunderbar. Also nochmal hier der Hinweis, ne? Diese Version unterliegt noch möglichen Änderungen und jetzt hier, dass das so ein bisschen abgehackt war, könnte damit sehr wahrscheinlich was zu tun haben. Schulter an Schulter ist unsere erste Mission. Erhebt euch, Krieger, steht Schulter an Schulter, die Füße stemmt in den Boden wie mächtige Eichen, sagte Tyrtaios von Sparta in seinen Kriegsgedichten. Beherrscht 4 Provinzen, entweder durch direkten Besitz oder über Klientelkönigtum und Militärbündnis. Wir bekommen eine Belohnung von 2500 Talenten dafür. Dann gucken wir mal, wir werden da ja Zusatzziele verfolgen müssen. Schauen wir, dass wir die nämlich schon mal bekommen. Haltet die folgende Siedlung, Argos, okay? Und errichtet folgendes Gebäude, die Hoplitenkaserne. Alles klar. Aber die Hoplitenkaserne haben wir, glaube ich, schon, ne? Ah, ne, das war eine Holosideros-Kaserne, alles klar. Ihr seht hier Tooltips und so weiter und so fort. Da gehe ich nach einem kurzen Cut nochmal drauf ein und wir sind dann gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir fangen damit an, womit man typischerweise als erstes anfängt, oder ich zumindest immer, mit der Rekrutierung von Streitern der Stufe 1. Denn Streiter sind sehr, sehr vorteilhaft für uns. Sie verbessern nicht nur möglicherweise die öffentliche Ordnung, sondern sie bringen uns auch noch den großartigen Vorteil, dass wir unsere Armeen fortbilden können. Wir machen das mit den Gymnasien, die wir jetzt erstmal erforschen. Das geht relativ schnell, sollte 4 Runden dauern, genau. Und danach machen wir Folgendes. Danach erforschen wir dann hier die Bildung. Dadurch bekommen wir dann
Würdenträger. Wir haben zwar momentan schon einen, aber wir haben dann einfach nochmal einen kleinen Vorteil dadurch. Interessant hier übrigens die Tatsache, dass Sparta eine Stadtmauer hat. Der Legende zufolge soll Sparta eine Stadt ohne Stadtmauer gewesen sein. Aber gut, so viel erstmal zur Legende. Wir werden ein paar Handelsabkommen schließen, denn das bringt uns Geld und Athen wird uns sowieso dauernd die Handelsabkommen stören. Insofern ist das gar nicht so wild. Also wir können es einfach mal versuchen. 1000 Kröten sollten wir bekommen. Es kommt immer drauf an. Ich schau mal, was haben wir noch? Handelsabkommen, militärischer Zugang. Nö, das ist alles okay. So. Ah, das lehnen die ab. Schade. Naja, dann kriegen wir nur 500. Da muss man immer ein bisschen experimentieren. Manchmal machen sie es, manchmal nicht. Hängt von verschiedenen Modifikatoren ab. Wir wollen natürlich mit Elis auch noch ein Handelsabkommen haben. Auch da ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Nee, aber so, immerhin ist es auch noch auf moderat. Würdet ihr so gütig sein, den Handel zwischen unseren Völkern zu Ja, ich bin so gütig, aber gib mir 500 Kröten. So, wir brauchen noch mehr Handelsverträge. Es geht noch was, keine Sorge. Der Ätolische Bund, ja, von mir aus eigentlich, ist in Ordnung. Also ich will natürlich möglichst schnell hier durch Argolis durch, um dann nach Attika zu kommen. Das wäre eigentlich so mein bevorzugter Weg. Ich weiß nicht genau, ob ich das schaffe, aber wir können es versuchen. Vielleicht schaffen wir es doch. Seid willkommen, aber strafe uns Athene, wenn wir in unseren Gesprächen von der Wahrheit abweichen. Ja, Athen dürfte vor allen Dingen mich strafen. Und zwar einfach so aus Prinzip, weil ich versuchen werde, ihr geliebtes Volk zu vernichten. Ja, Argos, ne? Wäre ein toller Partner, um jetzt hier ein Handelsabkommen zu machen. Aber wir müssen ja Argos einnehmen. Für die Mission ist es relativ wichtig. Insofern können wir es machen. Dass wir eben hier dann kein Abkommen mit Argos eben schließen. Sonst hätten wir da noch einen Vertrag mehr. Wir kriegen das sowieso nur bei denen, wo wir eine positive Einstellung haben. Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Und nun lasst uns gemeinsam Weisheit suchen. Du willst die handeln ja schon so viel. Ja, okay, gut, dann können wir das vergessen. Ich schau mal, mit wem ich noch so handeln kann. Mit Melos kann ich auf jeden Fall noch handeln. Namen unserer Freundschaft. Ups, nee, hör auf. Nee, ich meine Handelsabkommen. Seid gegrüßt. Versuchen wir einfach so direkt. Wenn es auf moderat steht, dann bringt es meistens nichts, da noch zusätzliches Geld zu fordern. Kriegt man in der Regel nicht. Und wie gesagt, wir bekommen es wahrscheinlich nur bei denen, wo wir eine positive Einstellung haben. Seid willkommen. Na, hier bekomme ich es nicht. Na, es ist schade. Vielleicht kriegen wir es ein andermal. Aber das machen die halt nicht, weil die schon mit allem handeln irgendwie. Die Makedonen können wir vielleicht kriegen. Ich höre euch zu, wenn ihr aufrichtig sprecht. Ja, die wollen auch nicht. Wahrheit ist eure schärfste Waffe. Muss mal schauen, haben wir irgendwelche zuverlässigen Bündnispartner? Nee, ne, die sind alle unzuverlässig. Der Böotische Bund ist sogar teuflisch. Okay. Genauso wie der Korinthische Bund. Und Elis, ja super. Der Achäische Bund, ne, ja. Also, als Bündnissystem ist ja sowieso total für die Füße. Deswegen können wir es eigentlich auch lassen. Und wir können mal schauen, ob wir mit dem Thessalischen Bund ein Handelsabkommen bekommen. Ich werde euch gerecht antworten, wenn ich kann. Die sind halt Defensivbündnispartner von Athen. Das ist halt ein bisschen nachteilig für uns. Deswegen werden sie auch nicht im Krieg gegen Athen beitreten. Aber vielleicht kann ich sie dazu bewegen, dem Krieg gegen den Ionischen Bund beizutreten. Nee, das machen sie nicht, dann vergessen wir das. Okay, also man könnte diplomatisch jetzt noch ein bisschen was gucken. Das werde ich vielleicht auch gleich noch machen, dass ich mir das nochmal anschaue. Als allererstes schicke ich meinen Diplomaten, nicht Diplomaten, jetzt rede ich schon wie in Rome 1, ne? Als allererstes schicke ich dich mal hier hoch. Bitte etwas schneller. Okay, also wir sehen, er hat halt hier schon eine Armee, ne? Dann ab hier rüber. Okay, du wirst. Moment, ich schau mal gerade, wie viele Armeen habe ich?
Ja, ich habe halt noch die hier unten, ne? Das ist... Das ist echt blöd. Du wirst mir auch keinen Militärzugang geben, ne? Ich bin geehrt, eure Botschaft zu erhalten und werde euch mit Interesse... Ja, nee, nee, das kriege ich niemals, ne? Wir sind bei minus 16. Das ist echt ultra blöd. Also es ist natürlich hier jetzt verlockend. Obwohl, wartet mal. Wenn ich im Gewaltmarsch gehe, dann käme ich bis hierhin. Es müsste eigentlich genügen, dass er mich nicht angreifen kann. Ansonsten bin ich ziemlich im Arsch. Aber ich glaube, er kann mich da eigentlich nicht angreifen. Also er hat da eigentlich... Ich glaube, er hat da noch nichts in der Nähe. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Agenten. Hör mal auf. So. Kultureller Einfluss ist schon mal gut. Unterhalt für Landeinheit Panem-Edge Kansas Erlass ist eigentlich auch ziemlich cool. Infiltration, Manipulation, Überzeugung, ja, also dann nehme ich doch dich. Und dann nehme ich dich auch noch. Die brauche ich beide hier oben. Also hier oben ist es ein bisschen knifflig, ja. Großes Problem ist vor allen Dingen die Nahrung erstmal für uns. Wir müssen erstmal Nahrung ausbauen, denn die brauchen wir definitiv, um uns besser versorgen zu können. Einheiten rekrutieren in der ersten Runde, weiß ich noch gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall werde ich mit dir hier hochlaufen. Denn mit ihm möchte ich ganz gerne hier Zakynthos angreifen. Wenn wir gegen Argos kämpfen, was eigentlich nicht so cool ist. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Kavallerieeinheit. Und auf jeden Fall noch zwei Einheiten Fernkämpfer. Ich krieg sogar drei Einheiten Fernkämpfer, was irgendwie ziemlich cool ist. Dann nehme ich vielleicht sogar noch eine Einheit Infanterie. Nee, Moment mal. Aber das sind spartanische Jugendliche, die sind... Also die sind nicht so schlecht, aber... Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Infanterie, finde ich. Wir nehmen noch eine Einheit... Wir können natürlich auch noch eine Einheit helotische Bogenschützen nehmen. Eine Einheit Bogenschützen zu haben, ist nämlich gar nicht so schlecht. Kommt immer drauf an, was der Gegner hat, aber... Ja, wir rekrutieren eine Runde und dann greifen wir Argos an. Das müssen wir halt machen. Es ist unvermeidlich. Wir müssen außerdem auch noch ein bisschen aufpassen mit unseren finanziellen Reserven. Achso, wir haben noch keinen Erlass. Ja, den muss ich auch noch raushauen. Und zwar natürlich Panem-Edge Kansas, ihr ahnt es schon. Aber der bringt uns am Anfang erstmal am weitesten, denn wir müssen hier versuchen, schnell die Ordnung, die öffentliche Ordnung auf 100% zu pumpen. Denn dann bekommen wir halt krasse Vorteile auf die Produktion in dieser Provinz und das brauchen wir dringend. Es empfiehlt sich ja tatsächlich, eine wirtschaftliche Strategie zu nehmen. Ihr seht schon, schaut mal, der haut ab. Geht jetzt mit ein paar Einheiten nach Kalkis. Okay. Ja, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Könnte sein, dass er mit der Flotte tatsächlich unsere Armee abfangen kann. Unsere gemeinsamen Feinde werden vor unserem Bündnis erzittern. Du möchtest einen Nicht-Angriffspakt, aber ich hätte dann gerne doch ein bisschen Geld dafür. Ich will doch nur ein Bündnis. Ja, nee, aber das wird nicht funktionieren, Argos. Es tut mir leid. Also Argos wird unser erstes Opfer, es ist halt so. Die Gefahren der Hegemonie. Also Hegemonie ist die Vormachtstellung, die, ne, also Hegemonie heißt Vormachtstellung und gemeint ist natürlich hier die Vormachtstellung, die
Athen durch den Attischen Seebund innehatte. Der Attische Seebund, ursprünglich zur Abwehr der Perser gedacht, ermöglichte es Athen, dadurch, dass die Kontrolle in diesem Seebund hatten, doch eine sehr, sehr starke Machtposition in ganz Griechenland aufzubauen. Wobei, wenn wir von Griechenland reden, dann klingt das so, als meine ich hier so einen Flächenstaat, und das gab's halt. Ich klicke das da mal ganz kurz weg, wir lesen das gleich vor. Ich zeige euch das nur mal ganz kurz auf dieser Strategiekarte. Und das gab's halt ja so eigentlich gar nicht. Also ich meine, klar, vielleicht hätten die, also später haben sich die Griechen durchaus ja auch mal als Hellenen bezeichnet, aber eigentlich war diese ganze Landschaft hier von einem Polis-Denken oder von einem zerstückelten Polis-Denken geprägt. Das merkt ihr daran, dass wir hier diese ganzen verschiedenen Bündnissysteme haben. Das war halt üblich. Griechenland war geografisch gesehen, sehen wir hier jetzt natürlich nicht, weil es eine politische Karte ist, ja. Aber Griechenland war halt von der, war halt so schwer zugänglich, weil hier überall Felsen und zerklüftete Gebirgszüge das Landschaftsbild prägen. Es gibt relativ wenig fruchtbares Weideland. Eine wichtige Nahrungsgrundlage war die Ernährung durch die Fischerei in den Küstenregionen, wo es dann tatsächlich auch größere und einflussreichere Polis eben gab. Polis, der Plural von Polis, ne? Und diese Polis verbündeten sich immer untereinander und agierten natürlich auch ganz, ganz oft gegeneinander. Und das prägte also diese schwere Zugänglichkeit, diese Zerstückelung des Landes hier in verschiedene kleinere Polis, das prägte einfach auch so ein bisschen damals die Mentalität der Griechen in der Antike. Und diese Bündnisstrukturen waren aber sehr labil, also es konnte durchaus sein, dass durch wechselnde Bündnisschlüsse eine Fraktion ausgebotet wurde und eine andere wiederum nicht. Ach, guck mal da, die Kultur hier ist ja spartanisch, das ist ja sehr gut schon mal. Und dann laufe ich mit dir hier hoch und du kannst dann in Athen schon mal meine Kultur verbreiten. Dann setzen wir uns da quasi ins gemachte Nest. Okay, genau, du gehst auf normale Bewegungsreichweite, super. Oreos werden wir erreichen. Du warst die Schwester mit öffentlicher Ordnung und Wohlstand durch Kultur. Ach, guck mal da, ne? Da stehen sie schon an der Grenze, die Bettnässer. Ja, ja, also sie werden uns wahrscheinlich bald angreifen, ne? Da müssen wir dann mal gucken. Vielleicht können wir sie vergiften oder ähnliches. Und da kommt es jetzt natürlich wieder ins Spiel, dass unsere Agenten relativ schwach sind. Wir haben noch keine Söldner, aber wir werden bald welche kriegen. Und übrigens ist das Einkommen, soweit ich weiß, jetzt auch abhängig von den Jahreszeiten. Das heißt, auch die muss man im Auge behalten. So, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war ursprünglich jedenfalls bei diesen wechselnden Bündnissystemen. Und so ähnlich war das dann halt natürlich auch nach dem Sieg, nach dem Triumph der Hellenen über die Perser. Der Attische Seebund ermöglichte Athen eine sehr, sehr große Vormachtstellung, eben die Hegemonie. Sparta mit seinem Peloponnesischen Bund versuchte ein Gegengewicht dazu zu etablieren. Das führte insgesamt durch eine Verstrickung vieler weiterer politischer Ereignisse tatsächlich dann zum offenen Krieg von 431 bis 404 vor Christus, der damit endete, dass Sparta tatsächlich den Sieg im Peloponnesischen Krieg davontrug. Es hatte wohl auch was mit der Pest zu tun, die Athen sehr schwer gebeutelt hat. Und auf Dauer war der Profiteur aber eben nicht Sparta. Der Bund, den die Spartaner damals schlossen, war nicht von relativ langer Dauer. Der zerbrach schon wenige Jahre später wieder, also 371 vor Christus. Und dann kamen ja auch schon bald die Makedonen und dann war es ganz rum. Das nur so als ganz, ganz kurzer Abriss zu diesen historischen Hintergründen, mit denen wir es hier gerade zu tun haben. So, jetzt lese ich ganz kurz diesen Text vor. Die Gefahr der Hegemonie. Konflikte wüten in der peloponnesischen Welt und jedermann bedenkt die Gründe für den Krieg. Diejenigen, die sich Athener entgegensetzen, möchten die Macht der Athener brechen, da sie ihrer Ansicht nach schon viel zu groß ist. Daher führt Athener einen Verteidigungskrieg. Die obersten Prioritäten sind jedoch die Konsolidierung der Kontrolle über den Attischen Seebund und die Erweiterung der eigenen Grenzen. Wichtig, also eigentlich müssen wir gegen die Perser kämpfen, ja. Der Krieg diktiert, dass ungleiche Verbündete gemeinsam kämpfen und drastische Maßnahmen ergreifen, um einen gemeinsamen Feind zu bezwingen. Doch die griechische Welt hält nicht viel von den Expansionsbestrebungen seiner Feinde. Die Eroberung der Hauptstädte Athena, Theben, Korinth und Sparta
wird schwere diplomatische Strafen nach sich ziehen. Stattdessen solltet ihr kleinere feindliche Besitztümer angreifen, um ihre Macht zu schwächen. Das Zurückerobern eurer eigenen Hauptstadt wird nicht bestraft. Also wir kriegen hier eine wichtige Information über das Vorgehen hier im Spiel. Und, achso, warte mal, die ist kostenlos, ne? Gell, dann befördere ich nämlich mal gerade die Jungs hier von unserer Fraktion. Das ist nämlich schon mal ganz gut. Ja, weiter befördern kann ich sie nicht. Und es ist jetzt hier nicht so, dass der Bürgerkrieg in erster... Also ich glaube, entweder kriegen wir Diplomatiestrafen, aber ich glaube, bin mir noch nicht so sicher, so weit habe ich es noch nicht gespielt. Könnte auch sein, dass der Bürgerkrieg dann dadurch ausbricht, wenn ich dann Athen, Theben und Korinth oder irgendwie sowas platt mache. Naja. Genau, Argos möchte ich als erstes besiegen und du musst jetzt mal gerade gucken. Ach, was haben wir da? Die Schrecken des Phobos. Da hat jemand die gleiche Idee wie ich, ne? Wo ist Athen? Athen ist noch hier oben. Die befinden sich noch im Gewaltrudern. Die haben hier auch noch irgendwo eine Flotte. Ja, wir gehen schon mal in normale Ruderstellung. 7:30 Ruderstellung, so. Und dann erobern wir unsere erste Stadt. Oder beziehungsweise werden die erste Stadt plündern, nämlich Oreos. Das können wir wunderbar mit einem Autogefecht erledigen. Das möchte ich aber nicht, denn ich möchte ganz gerne meine Verluste möglichst gering halten. Und ich glaube, ich werde insgesamt weniger Truppen verlieren, wenn ich das manuell mache. Bei einer Autoschlacht hätte ich wohl um die 70%, die ich behalten würde, aber 30% Verluste, ein Drittel, das erscheint mir ein bisschen viel. Okay. Typischerweise, die KI liebt es, hier an diesem Strand zu landen. Ist immer so. Also fast immer so. Deshalb werde ich meine Armee erstmal so hier aufstellen. Und die Truppen hier unten. Und ich werde es dann so machen. Weißt du was, komm, wir tun. Wir tun mal so, als ob. Ja. Gefecht starten. So, da ist er schon. Wir drehen uns direkt rum. Geh mal ganz kurz scouten. Aha, da sehe ich schon, da zieht er sich zurück. Okay. Wunderbar, dann müssen wir eigentlich nur noch diese Armee hier unten ausschalten. Dann geh doch mal hier hin. Wir ziehen die Billigeinheiten vor. Teuren Einheiten hier auf die Seite. Die will ich gar nicht einsetzen, denn die brauche ich für seine Hopliten-Einheiten. Aber den General können wir vielleicht mitnehmen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Er hat nämlich Speerwerfer und Bogenschützen an Bord. Und das heißt, er könnte... Gut, okay, nee, er geht an Land. Er könnte nämlich sonst theoretisch hier anhalten. Und mich beschießen. Die haben tatsächlich Speere dabei, oder was? Oder machen wir ein bisschen zurück? What? So, wir greifen sie an in dem Moment, wenn sie von den Schiffen runterkommen. Mach du mal das Autofeuer noch aus. Wir dann Kessel ihn mal ein. So, jetzt können wir mal hier die Kavallerie in Stellung bringen. Und ja, mal wunderbar den Seesoldaten in den Rücken kloppen. Was sie irgendwie ziemlich kalt lässt. Ist zwar keine Schockkavallerie, aber wir werden natürlich trotzdem hier versuchen, heftige Anstürme zu platzieren. So, er dreht sich jetzt wahrscheinlich gerade rum und kämpft. Nee, doch nicht.
Ich habe 4 Einheiten verloren. Das sind auch ziemlich harte Motherfucker, muss man sagen. Okay, gleich habe ich ihn. Ach, das sind Bogenschützen. Da kann man in der Tat reinstürmen, schätze ich. Okay, wunderprächtig. Wenig Einheiten verloren. So muss das sein. Ich werde an der Stelle einen kurzen Cut machen und erstmal bis da hinten hinlaufen. Das dauert noch ein bisschen. Ich will meinen Truppen auch nur eine kurze Verschnaufspause geben. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück und meine Einheiten sind wieder frisch und erholt. Das ist eine feine Sache. Wir werden jetzt ein bisschen vorrücken, glaube ich. Und zwar, genau, nimm mal nur die hier. Lösen mal die Gruppen auf, das brauchen wir jetzt nicht. Den Bewegungsbefehl machst du mal aus. Beweg du dich mal hier im Schutz des Gebäudes weiter nach vorne. Jetzt müssten wir doch ein paar wunderbare Shots hinbekommen können. Also hier ist es okay, ein paar Verluste zu haben. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch den General mit dazu ziehen. Und der Kollege, der kommt jetzt hier nicht mehr durch. Und du kommst mit. Und diese Speerträger, die haben wir ganz, ganz schnell ausgeschaltet. So, komm du mal her. Du musst da weg, weil Hopliten sind keine guten Gegner für dich. Aber das ist ein guter Gegner für dich. Oh, du bist im Nahkampf. Das gehört sich aber gar nicht für einen... Das gehört sich gar nicht für einen Speerwerfer. Mach mal bitte direkt das Autofeuer aus. So, motivier dich mal. So, Selbstmotivation ist immer King. Ja, und hier, da feuern wir jetzt natürlich nicht mehr drauf. Also wenn man hier jetzt die Phalanx aus und wenn ihn jetzt hier umrunden... Ihr seht schon, wie die KI hier versucht, das zu antizipieren, indem sie die Einheiten breiter aufstellt. Aber das war's jetzt. Und der General ist auch tot. Und dann war's das. Du hast auch kein Autofeuer an. Gut, okay. Wunderbar. Können wir Gefecht schon beenden? Hervorragend. Also 66 Mann Verluste. Ich glaube, das ist deutlich weniger. Wow, schön viele Kills. 173. Das ist eine feine Sache. War dann halt sehr, sehr wenige Verluste. So, jetzt muss ich überlegen. Infiltration bei minus 50. Plündern ist gut. Du bist ein Autoritäts... Momentan kriegst du einen Autoritätsbonus, aber ich will ganz ehrlich sein. Ach, der Brasi, das ist das. Okay. Also wir können uns theoretisch hier darauf vorbereiten, nach Chalkis. Ich glaube, das heißt eigentlich Chalkis, weil diese Insel heißt doch Chalkidiki, wenn ich mich nicht irre, oder?
Oder bin ich jetzt gerade verwirrt und verwechsle das mit einer anderen Insel? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Ja, ich gucke das nochmal nach. Also, ich finde auch, es ist ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, man wollte das Spiel etwas atmosphärischer gestalten, dadurch, dass man jetzt Athen Athenai genannt hat. Und so weiter. Ja, ich glaube, dass man da ein paar Städte umbenannt hat. Ich glaube, man wollte das etwas atmosphärischer gestalten. Halt auch so vom Klang her. Was ich jetzt im Prinzip nicht so... Ja, genau, mach mal das nochmal. Was ich jetzt im Prinzip nicht so verkehrt finde. Also, ja, aber es ist halt manchmal dann teilweise so ein bisschen inkonsequent, ist es dann halt auch wiederum. Also, naja. Egal. Wir sind jetzt relativ sicher hier in der Ecke, weil die ein... Okay, gut, er kann mit der noch dazukommen und angreifen, aber die andere attische Armee, die sich hier irgendwo rumtreiben müsste, vielleicht hier im Gebiet, die wird nicht angreifen können, dafür ist die Distanz einfach zu groß. Aber ihr seht, es ist nicht so einfach, man kann nicht einfach hingehen und sofort hier irgendwelche Söldner anheuern, denn auch das dauert ein bisschen Zeit. Aber wir werden gleich mit einer gestärkten Armee die Flügel des Pegasus vertreiben können. Ich werde jetzt erstmal hingehen und bei dir einmal versuchen, die Vorräte zu vergiften. Cool. Da save ich direkt mal. Weil das wäre ja noch schöner, dass er jetzt hier hingeht und mir hier versucht, ein Ei zu legen. Okay, das war jetzt nix. Naja, schade. Ja, öffentliche Ordnung minus 64. Ich bin dafür, dass wir hier auch uns... ich stelle mich mal ruhig da außerhalb von Athen... Athen, ja, sage ich schon, Oreos auf. Und tu mal so, als würdest du hier runterlaufen. Okay, ne, lauft auch hier rüber. Ich möchte nämlich nicht hier die öffentliche Ordnung noch verbessern, indem ich da meine Einheit reinstelle. Das kannst du dir mal schön abschminken. Ich will, dass hier irgendwann ein paar Rebellen drin stehen und Athen so richtig schön nerven. Das hätte ich ganz gerne. Kann natürlich dann sein, dass der Thessalische Bund hingeht und sich Oreos dann schnappt, aber dann machen sie es halt in Herrgotts Namen. Ich muss erstmal schauen, dass ich bei mir vor der eigenen Haustüre kehre, nämlich in Argos. Das sind die Beförderungen zum Agoranomos. Oder Agoranomos. Wir haben halt nochmal ein bisschen Geld gemacht. Also man muss schon ein bisschen hier auf die finanzielle Situation achten. Das ist in dem Spiel nicht ganz so ohne. Wo habe ich hier noch da? In Kythira. Da könnte ich vielleicht tatsächlich... Stellt Garnison bereit. Ja, hier ist es schwierig, die Garnison zu vergrößern, aber ich kann die Flotte schon mal verdoppeln, indem ich den großen Hafen baue. Es geht mit 2 Punkten auf die öffentliche Ordnung und das kann ich mir leisten, indem ich hier den Schrein baue. Oder indem ich vielleicht tatsächlich den Marmorsteinbruch weiter ausbaue. Das ist vielleicht das Einträglichere an der Stelle. Gut. Ach ja, ich bin mir immer noch nicht so sicher. Ich würde ihn ja eigentlich gerne wirklich zu einem List-General machen, dass er diese Nachtgefechte machen kann. Okay, gut. Die Enzyklopädie ist noch nicht da. Was darin liegen dürfte, dass es sich um eine Early Access Version handelt. Hier nochmal der explizite Hinweis, ja. Es ist eine Early Access Version. Ach komm, wir schauen mal. So, zack. Runde beenden. Ja, er attackiert jetzt meinen Würdenträger. Nee, nee, siehst du, hier keine Chance. Er hat ihn wohl behindert, aber... nicht angegriffen. Ah, jetzt plündert er sogar in seiner eigenen Provinz. Das ist ja lustig. Dann soll er das mal machen.
Hier kommt nochmal der Hinweis. Gefahren der Hegemonie kennen wir ja. Wir haben die Gymnasien erforscht. Und das hat was mit jahreszeitlichen Veränderungen zu tun. Ich denke, wir befinden uns jetzt gerade... Ja, dadurch, dass wir uns im Sommer befinden, also hier wird wahrscheinlich noch was erscheinen, welche Boni wir kriegen. Ich denke, wir bekommen einen Boni auf Geld und Nahrung, vermute ich. Und in Euboea wird es eine Rebellion geben. Du hast definitiv, so wie es momentan aussieht, nicht genug Bewegungsreichweite. Du definitiv nicht. Ich komme ja noch nicht mal dahin. Ich kann ihn noch nicht mal angreifen. Hat sich die KI ja schlau hingestellt, ne? Naja. Stell dich mal da rein. Feine Sache. Diesmal habe ich jetzt auch keinen Abzug bekommen für unerlaubtes Betreten. Du wirst hier ein bisschen spionieren. Und du wirst hier ein bisschen spionieren. Gut, gut. Versuchte Manipulation, Sokrates. Stellen wir uns nochmal hier drüben auf. Sind unsere Bauberichte fertig? Wunderbar. Ich baue Vorratsgruben, die bringen mir Nahrungsmittel. Und ich spiele auch gerade mit dem Gedanken, die Kiste hier umzubauen. Wow, warte mal, das bringt 200 auf die 80 Wohlstand. Also die kann man sich eigentlich sparen. Ionischer Bund verbündet sich mit Byzantion. Rhodos verbündet sich mit einem Ionischen Bund. Das gefällt mir jetzt wiederum nicht. Sehe ich nicht so gerne. Und Euboea, unzufriedene Bevölkerung. Ja, das wird ja gleich eine Revolte geben, ne? Ja, der kommt doch niemals dahin, oder? So, dann schaue ich mal gerade, wie lange ich aufnehme und dann können wir vielleicht nur die Eroberung von Arvas machen. Das wäre vielleicht ja ganz witzig, ne? Das sehen wir dann gleich. Ja, die sehen wir dann vielleicht doch im nächsten Part, weil ich jetzt ja doch schon über eine halbe Stunde hier gespielt habe und ich möchte nicht, dass der Part halt zu lange wird. Oh, scheiße, die lieben mich sofort, ne? Warte mal, aber heißt das, du hast ein Bündnis, Argos? Nee, ne? Ja, dann werden wir jetzt Argos ausschalten und das sehen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, Irene, Hymin und Pax Vobiscum Valete.